Also ich muss echt sagen, trotz aller Planung, damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Also ich bin auch die ganze Zeit jetzt, es war nirgendwo vereist, auf dem Goldkanal nirgends, und der ist ja wirklich, da ist keine Strömungsgeschwindigkeit. Ja, schon eine besondere Stimmung hier auf dem Wasser. Die Nebelschwaden steigen auf. Ich habe schon Gänse angetroffen. Die Bäume sind komplett vereist. Hier oben auf dem Deck bildet sich das Eis. Ja, ist eine ganz besondere Stimmung. Füße sind warm, Körper ist warm. Von dem her passt das alles ganz gut. Ja, vielleicht ein paar Worte zu dieser Tour. Ich bin jetzt gerade hier auf dem Goldkanal. Das ist ein relativ großes Seegewässer. Man sieht es natürlich heute mal nicht, wenn man sich hier mal dreht. Also ich habe vielleicht gerade mal 100, 200 Meter Sicht. Das erstreckt sich doch den ein oder anderen Kilometer noch. Man sieht jetzt hinter mir das Ufer. Nachher soll die Sonne durchbrechen. Ich glaube, so lange kann es auch gar nicht mehr dauern. Es wird oben schon langsam hell. Vielleicht so eine Stunde oder zwei. Ja, und ich werde jetzt als erstes diesen See durchqueren. Dieser Goldkanal, wie er heißt. Aber es ist eigentlich ein seeartiges Gewässer. Hat ein, zwei schöne Inseln. Ich denke, auf dem Rückweg kann ich es euch definitiv zeigen. Da wird es hier klarer sein. Und hier vorne seht ihr meine Karte. Da habe ich mir genau eingetragen, wie ich durch den Goldkanal muss, wo ich auf den Rhein komme und dann auch wieder den Altrheinarm wieder zurück. Und dann geht es nochmal in den zweiten See, aber das seht ihr nachher. Ja, ich kann nur sagen... Und aus diesem Goldkanal heraus komme ich über eine relativ, ja, schon eine breitere Furt in den Rhein. Und zwar etwas nördlich von der Staustufe Iffezheim. Und dann geht es erstmal rein abwärts, bis ich dann nach einiger Zeit wieder rechts in den Altrheinarm einbiege und dann wieder rein arm aufwärts wieder nach Süden paddel. Also so wie es im Moment aussieht, ich friere nicht, die Stimmung ist wunderschön. Ja, ich freue mich jetzt drauf. Thank you.
Ja, ihr seht jetzt, ich bin jetzt ziemlich nah am Ufer, keine 10 Meter entfernt. Aber hier sehe ich einfach noch am meisten, kann mich gut orientieren, weil am Ende von diesem rechten Ufer komme ich dann automatisch in den Rhein. Aber die Stimmung ist natürlich wunderschön, man sieht den Schnee da liegen. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, heute Morgen so 6, minus 7 Grad soll es haben. Ich habe es jetzt nicht selber gemessen, aber in der App war das so. Und wie gesagt, das Eis auf meinem Verdeck zeigt, dass es wahrscheinlich wirklich so kalt ist, wie man es jetzt sieht. Ja, ich sag vielleicht noch mal was zu meiner Ausrüstung. Ich habe mir jetzt endlich zu meinem Trockenoberteil auch eine Trockenhose gewöhnt, weil ich letztes Jahr doch mal ziemlich gefroren habe. Und ich merke natürlich, die Füße sind pudelwarm. Ich habe unten drunter so Merino-Wollsocken, darüber noch eine Neopren-Socke und dann halt den Füßling von der Trockenhose. Und darin ist es wirklich sehr, sehr warm. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Mein einen Trick, den ich schon mal vorgestellt habe mit der Isomatte unten drin, ich glaube, ich habe es in dem Video oben mal erklärt. Ja, das funktioniert auch einwandfrei, immer im Winter. Wenn es wirklich sehr, sehr kühl ist, dann kann man einfach auch die Beine ausstrecken und sie werden nicht kalt. Das ist sehr, sehr angenehm. Und so ist es eigentlich, ja, ich will nicht sagen wie auf dem Sofa zu Hause, aber doch sehr, sehr kuschelig. Das Verdeck ist hier ja auch zu. Von dem her hält sich auch ein bisschen die Temperatur da drin. Ich bewege mich ja auch, schwitze etwas und die Wärme wird auch in den Innenraum abgegeben. Also bisher, wenn ich kein Bad nehme, passt das gut. Ich weiß nicht, ob man sieht, hier geradeaus ist eine kleine Insel mit einem Häuschen, aber im Nebel fast verschwunden, jetzt ist sie dazu. Ja. Ja, wo man sonst freie Sicht hat, macht dieser Nebel schon was aus, aber schön die Stimmung. Da sieht man das Häuschen wieder, immer wieder Nebelschwaden, die davor sind. Und aber oben sieht man auch, der Himmel wird heller. Von dem her, ja, mal sehen, da kommt es wieder raus, das Häuschen. Ist praktisch nur Insel, Bäume, kleines Haus. Mehr gibt es da nicht. Stark. Selbst an meinen Handschuhen bildet sich Eis. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, aber zum Rhein, beziehungsweise zum Goldkanal, also der Goldkanal, der liegt etwas auf Höhe von Rheinkilometer, ja, ich sag mal 44, 45 bis 47 und dann geht es nachher aus auf dem Rhein nochmal, ja, gute 2-3 Kilometer, denke ich, sind es schon und dann geht es eben wieder in diesen Rhein am Rhein, das ist ja das, was ich heute mal austesten will, wie das denn ist, auch hier drüben. Da ist nachher dann auch der See, wo man zurückkommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Auf dem Rhein muss ich halt ein bisschen aufpassen. Es sind seitlich immer wieder so Steinrampen oder Bänke, die da so ein bisschen in den Rhein reingehen, dass ich die im Nebel hier jetzt nicht übersehe. Die tun einfach die Fließgeschwindigkeit an der Stelle ein bisschen reduzieren. Ist auch für uns Radler eigentlich immer ganz gut. Da sind wir nicht so ganz in dieser starken Strömung, gerade wenn wir dann mal wieder raus wollen. Mal sehen, wie das heute bei dieser Witterung ist. Ja, ich sehe jetzt schon, hier wird jetzt der Goldkanal langsam, aber sicher enger. Und ja, ich denke, das wird sich jetzt drauf zulaufen, dass es jetzt da vorne langsam so schmal ist, dass man rauskommt auf den Rhein. Ich zeige es euch gerade mal. Ich weiß nicht, wie viel ihr auf der Kamera erkennt. Also hier ist das rechte Ufer, das spitzt sich jetzt so zu. Und hier auf der linken Seite sieht man, glaube ich, auch so ganz leicht diesen Waldsaum. Und so mittig geht es jetzt hier etwas schmal in einen Arm.
Ja, der mündete nachher in den Rhein. Ich weiß nicht, ob man es vorhin gesehen hat. Auf der Seefläche war doch relativ starker Wind. Jetzt hier in diesem Kanal, in diesem Flussausläufer, in den Rhein, da ist es natürlich um einiges angenehmer. Der Wind wird abgehalten durch die enger stehenden Bäume. Ja, und hier lässt sich jetzt doch ein bisschen gemütlicher fahren. Aber schaut euch hier rechts die Bäume an, diese alten, knorrigen Weiden. Ja, ganz schön. Wirklich schön. Hinten dran die Pappeln, die großen. Ja, darum ist man doch draußen unterwegs, um solche Dinge zu erleben. Also mich begeistert es immer wieder. Und ich habe ja schon gesagt, im Herbst fahren ist schön, aber auch im Winter, wenn einem warm ist, wenn man das richtige Equipment, die richtige Ausrüstung hat, dann friert man ja nicht, weil es geschützt, selbst wenn man mal ins Wasser fällt, was nicht sein muss. Ich hoffe, dass mir das erspart bleibt. Ich bin da unten im Rhein mal tatsächlich, als ich noch blutiger Anfänger war, mit meinem Gummotex tatsächlich gekentert, als ich in so einen Arm eingebogen bin. War im Sommer, war kein Thema, war auch keine Strömung da am Rand mehr. Aber ein, zwei falsche Paddelschläge, da muss man natürlich schon aufpassen. Aber ich denke, das sollte jetzt heute kein Problem sein. Ich glaube, ich kann da vorne auch schon so langsam rausschauen aus diesem Arm. Ich drehe euch mal. Da sieht man so ein leicht alleinstehender Baum und danach diese weiße Fläche. Da müsste es jetzt eigentlich schon auf den Rhein rausgehen. Das heißt, ich bin jetzt so etwa bei Rheinkilometer 347 knapp, nicht ganz. Ja, dass ihr eine Orientierung habt. Ja, aber schaut euch das an, diese Nebelschwaden hier, die hier über das Wasser gleiten. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so rauskommt. Nochmal einen Blick zurück. Man merkt auch am Goldkanal hinten, wo es doch immer noch weiß ist, der Nebel steigt langsam auf. Wenn ich nach oben gucke, sehe ich schon ein bisschen hell. Blau sehe ich natürlich noch nicht, aber toll. Ja, vielleicht hört man es. Da vorne ist ein Boot auf dem Rhein unterwegs. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Es war jetzt ja doch noch ein paar Meter zu fahren, aber da sieht man es, glaube ich, ganz leicht. Und vielleicht hört man es auch. Ja, der Rhein ist also erreicht. Also man sieht auch, jetzt ist die Sicht weitaus besser. Ja, das mit der Sicht ist mir jetzt wirklich sehr, sehr recht, dass man den Blick besser auf dem Rhein hat, die Sachen besser sieht und natürlich die Boote auch mich sehen. Ich werde aber natürlich nicht in der Hauptströmung fahren, das ist ja logisch. Ich werde mich ganz am Rand halten, nah im Bereich von diesen Ausläufern. Ich kann es euch nachher mal zeigen. Ich glaube, der Wasserstand ist ganz gut dazu. Wir haben jetzt im Prinzip etwas niedriger als Normalwasser. Und da müsste man die eigentlich ganz gut sehen können. Von dem her kann ich es euch nachher in jedem Fall zeigen. Aber jetzt geht es erstmal auf den Rhein. So, da kräuselt sich schon das Wasser. Jetzt kommen wir gleich in die Strömung des Rheins. Hier ist noch ein bisschen Kehrwasser, aber dann können wir uns ein bisschen besser treiben lassen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt sind wir raus. Ja, und man merkt gleich, wie es anzieht und man tatsächlich etwas schneller wird.
gerade den Stand sehen. 21. Wen es interessiert, hat man ein bisschen eine Orientierung. Also hier ist im Moment noch frei, diese Boje, da kann man sich ganz gut orientieren, wo der Hauptstrom verläuft. Ich bleibe jetzt hier einfach rechter Hand. So, wir sind jetzt bei 3 Kilometer 348, ich denke, man sieht es da drüben. Für mich geht es jetzt noch gut 1 Kilometer hier auf dem Rhein entlang. Ich bleibe jetzt weiterhin hier ziemlich nah am Rand. Muss natürlich dann dementsprechend gut nachher schauen, wenn diese Barken kommen. Aber bisher alles gut erkennbar. Nur ein Hauptstrom muss ich jetzt nicht unbedingt. Ja. So wie es aussieht, windtechnisch, habe ich jetzt die ganze Zeit Gegenwind. Man sieht es vielleicht auch an den Nebelschwaden, die hier ziehen. Heißt für mich jetzt nachher, wenn ich in den Altrheinarm einbiege, dann wird es etwas besser für mich. Da kann ich dann ein bisschen mit Rückenwind hoffen. Ja, einfach toll hier. Ja. Also ich habe Glück. Relativ gut vom Wasserstand her. Ich sehe an manchen Stellen die Steine unter mir, aber fürs Packrad kein Problem. Soweit sehe ich gut, wenn ich was ausweichen muss. Naja, aber schaut mal diese Stimmung. Ich bin auf einem Rhein, auf einer großen Wasserstraße und trotzdem bin ich hier praktisch für mich. Ja. Das einzige Boot habt ihr ja vorhin gesehen. Bisher ist kein weiteres an mir vorbei. Von dem her sehr, sehr entspannt. Ja, jetzt geht es gerade wieder über so eine Breite, aber müsste hoch genug sein. Vielleicht hat man es gesehen. Man sieht es auch immer sehr, sehr gut. Da am Rand ist eine leichte Erhöhung. Und dann sieht man das. Als ich hier tatsächlich mal gefahren bin, war es tatsächlich so, dass man die einzelnen Rampen hier raus gesehen hat und wir relativ nah am Hauptstrom paddeln mussten. Ja, würde ich jetzt auch machen, aber bei dem Nebel ist mir das eigentlich zu gefährlich. Ich möchte auch auf keinen Fall den Abzweig übersehen, sonst geht es nämlich weiter nach Karlsruhe runter. Und das habe ich heute nicht eingeplant. Hier Grüße an Wolkenfänger. Du bist ja da erst dieses Jahr unterwegs gewesen. Und ich glaube, bei dir war etwas schöneres Wetter. Du hättest gut sehen können. Aber also, ja, also gerade hier, das war auch der Bereich, den du, glaube ich, auch so schön fandst. Ich verlinke euch mal das Video da oben. So, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen raus. Jetzt wird's aus flacher. So, hier kann ich durch. Da ist es jetzt ganz, ganz flach. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Aber da drüben. Also, jetzt. Jetzt muss ich doch ein bisschen mehr in den Strom rein. Hier sind die etwas höher. Dann habe ich das doch noch richtig in Erinnerung gehabt, dass je weiter man an den Ausstieg kommt, in den Altrheinarm, desto höher liegen die. So, jetzt schaue ich erstmal, dass ich den Arm finde. Ja, da kommt die nächste. Ich weiß nicht, ob man es da rechts sieht. Da schaut es hier raus. Da muss ich jetzt gleich mal weiter nach links, um vorbeizukommen. So, hier sollte es gut gehen. Ja, wunderbar.
natürlich sind hier auch nur so 20, 30 Zentimeter unter mir, aber das passt. Ich glaube, jetzt sieht man es gut. Für uns Paddler sind in diese seichteren Bereiche immer wieder Durchgänge reingemacht. Also jetzt muss ich gar nicht mehr auf dem Hauptstrom fahren, so habe ich das auch in Erinnerung. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Sucherei. Aber ja, im Moment, das macht ein bisschen auf. Und so komme ich ganz gut durch. Aber man sieht es hier, rechts und links ist noch einiges. Und hier auf der anderen Seite merkt man schon, wie es aufmacht. So, man hört wieder da vorne ein Schiff fahren und ich bin jetzt im Altrheinarm hier angelangt und ja, seht euch das mal an. Da vorne sind wieder Gänse unterwegs, es lichtet sich wieder etwas, die Bäume sind absolut vereist, auch hier auf der linken Seite. Eine schöne Stimmung und in dieser Stimmung werde ich jetzt auf diesem alten Rheinarm unterwegs sein und schaut mal mein Verdeck an. Alles vereist. Also insofern kein Fake, es ist wirklich kalt. Schaut mal darüber, der Teil, der nicht so in Fließrichtung ist, komplett eingefroren. Ihr seht es hier, alles Eis. Aber die Tiere, die Schwäne da vorne, stört es in keinster Weise. Die sind immer noch unterwegs. Da vorne laufen sogar Gänse auf dem Eis. Ja, ich bin jetzt hier den Altrhein hochgefahren. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass es da so teilweise vereiste Stellen gab. Tja, und jetzt bin ich an der Stelle, diesmal richtig vereist. Ihr hört es vielleicht. Mal gespannt, wie ich da durchkomme. Also es ist nicht sehr tief oder sehr starkes Eis, aber ei, ei, ei. Also ich muss echt sagen, trotz aller Planung, damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Also ich bin auch die ganze Zeit jetzt, es war nirgendwo vereist, auf dem Goldkanal nirgends und der ist ja wirklich, da ist keine Strömungsgeschwindigkeit. Hier auf den Altrheinarmen hat man immer ein bisschen Strömungsgeschwindigkeit und bei aller Planung, und es waren jetzt tatsächlich die letzten Nächte nicht so kalt. Es ist nicht stark, das Eis. Also ich hole es mal raus, das ist wirklich sehr, sehr dünn.
Aber dass sich jetzt hier so ein Altrheinarm überzieht, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich sehe jetzt hier am Rand, komme ich recht gut durch. Und da vorne ist schon mein Abzweig. Und da gibt es eine Umtragestelle. Mit ein bisschen Glück komme ich bis davor und rüber. Und dann macht sowieso nichts aus. Dann geht es nur noch über den Illinger See. Und dann bin ich auch, ja, zumindest dort, wo ich dann mal eine Pause machen will. Und dann geht's auf den Goldkanal zurück. Ich werde es in jedem Fall probieren, mal schauen, wie es funktioniert. Ja, ich bin jetzt gerade an der ersten Umtragestelle. Da hinten sieht man noch den Bereich, der jetzt halt relativ flach war und darum natürlich auch von oben schneller vereist ist. Ich kann jetzt hier wieder einsteigen. Man sieht es vielleicht hier unten drunter durch. Da vorne haben wir wieder ganz normales Fließgewässer. Und dann geht die Tour weiter. Ich bin ganz schön froh, wenn es so weitergegangen wäre. Dann hätte ich echt abbrechen müssen. Aber so sieht es mal ganz gut aus. Also vorwärts in die Richtung. Ja, ihr habt es gerade gesehen, hier geht es jetzt halt ab von dem größeren Bereich, dieses leicht seeartige, in diesen Altrheinarm, der mich jetzt, warte mal, ich muss euch gerade stellen, ich glaube, ich bin total schepp, in diesen Altrheinarm, der mich jetzt zum Illinger See führt. Und ihr seht, ja, da wo Fließgeschwindigkeit ist und nicht ganz so flach, ja, da bildet sich natürlich auch kein Eis und hier ist jetzt wieder sehr, sehr gut zu fahren. Aber ein kleiner Schockmoment war das jetzt schon. Ich hatte einen Moment wirklich gedacht, ich muss die Tour abbrechen und mich abholen lassen. Hier aus der Pampa irgendwo. Aber das war wirklich ja, ein überschaubares Stück, wo gar kein Durchkommen war. Da war das Wasser sehr, sehr flach. Und darum hat sich natürlich auch sofort eine Eisschicht gebildet. Ihr habt ja gesehen, wie dick die war. Aber im Endeffekt waren das jetzt 150 Meter. Und dann ging es leicht um die Kurve. Und da war im Prinzip dann schon wieder freies Gelände. Und hier bin ich jetzt wieder mitten in den Schwänen. Schaut euch das an. Ja, denen war ich jetzt ein bisschen zu nah. Da vorne sieht man auch, es sind einige Jungschwäne. Ich werde mich jetzt ganz rechts halten, damit ich die nicht nochmal störe und aufschrecke. Ja, das möchte ich ja nicht machen, sondern ja, das ist der Reich der Tiere und ich brich da natürlich ein und dementsprechend vorsichtig möchte ich da jetzt auch sein, um die nicht weiter aufzuschrecken. Man hat es ja gerade gesehen, wie schnell das passiert. Aber wenn ich keine schnellen Bewegungen mache. Ja, vielleicht hier, wo es jetzt auch so ein bisschen ruhiger dahin gleitet. Ich muss nicht mehr so stark schauen. Ein paar Infos zu dieser Runde, die ich jetzt gerade fahre. Ich nenne sie jetzt halt einfach mal kleine Illinger Runde. Von Illingen aus gibt es praktisch zwei Kanu-Paddelrunden.
Und diese, die ich jetzt fahre, das ist die nördlichere Runde. Sie führt mich vom Goldkanal über den Rhein und diesen Altrheinarm auf den Illinger See und von dort aus über eine Umtragestelle wieder zurück auf den Goldkanal. Die normale Illinger Runde, die würde bis Neuburg-Weiler runtergehen, also Richtung Karlsruhe runter und dann über weitere Altrheinarme hier nach oben. Da hat man aber immer doch ordentlichen Gegenwind, sage ich, gegen Strömung. Da ist es nicht so ohne, je nach Jahreszeit und mit dem Packcraft sowieso. Aber diese Runde hier, die finde ich eigentlich ganz schön und die kann man ja wirklich schön fahren. Ja, jetzt bin ich gleich beim Illinger See und da gibt es jetzt eine Umtragestelle. Hier wird es jetzt langsam seicht und flach. Die Strecke laufe ich jetzt gerade noch durch Wasser und dann sind wir schon draußen. Weiß nicht, vielleicht ist noch knapp ein halber Kilometer bis rüber auf die andere Seite. Ich muss so ein bisschen schräg über den See fahren. Dort ist dieser Übergang in den Goldkanal. Ja. Und da melde ich mich dann wieder. So, hier soll eigentlich der Übergang sein, aber doch, das sieht man, da geht es seitlich raus. Ich habe überlegt, ob ich einen anderen Platz wählen soll, weil weiter links scheint mal leichter rauszukommen, aber ich verlasse mich auf die Karte. Ja, das ist doch ein schönes Plätzchen hier, Boot am Wasser. Aber jetzt wird erstmal ein Tee getrunken und ich habe ein leckeres Essen dabei. Das habe ich mir zu Hause schon warm gemacht, das spare ich mir jetzt. Und jetzt genieße ich mal hier an dem Plätzchen. Warm ist mir, ich habe mir extra noch eine warme Jacke mitgenommen. Von dem her mal eine halbe Stunde Pause machen und dann geht's weiter. Warm ist es auch noch, von dem her passt gut. Ja, jetzt wieder auf dem See. Also lange halten wir es tatsächlich bei dem Wetter nicht aus. Also maximal eine halbe Stunde bin ich jetzt draußen gewesen.
dann fangen doch die Füße langsam an zu frieren. Der Rest ist noch kuschelig warm, aber ja, von oben her isoliert es natürlich nicht so gut. Eigentlich hat es geheißen, ab die Mittagszeit hätte ich Sonne. Ich sehe keine. Schade, aber auch so ist es ein ganz besonderes Erlebnis. Ich fühle mich einfach bei dieser Witterung noch mal ganz besonders nah an der Natur. Und wie gesagt, solange das jetzt hier mit Ausrüstung alles sicher ist, mache ich mir da auch gar keine Sorgen. Das passt dann schon. Vorsichtiger ist man sowieso bei dem Wetter und macht keine Geschichten, die vielleicht gefährlich sind. Und insofern passt es jetzt schon. Ja, ich glaube, da vorne, das ist die letzte Landzunge und dann müsste es eigentlich wieder an Land gehen. Ja, jetzt habt ihr leider nicht mehr so viele Bilder gesehen. Mir ist gerade vorhin die komplette Elektronik ausgefallen. Das iPhone konnte man nicht laden. Die Actioncam war schon lang im Prinzip leer, obwohl ich mehrere Akkus dabei hatte und auch immer am Körper getragen hatte. Sollte man übrigens immer machen. Aber auch bei mir hat es jetzt heute nichts genutzt. Es war einfach zu kalt. Und wie kalt es ist, das zeige ich euch jetzt mal am Boot. Ich habe es jetzt gerade schon abgelassen und auf einmal ging der Akku wieder. Darum kriegt er jetzt zumindest noch eine Kleinigkeit. Und nachher gibt es dann noch ein Fazit. Ja, also es ist pures Eis. Ich habe das schon alles abgeklopft. Habe es eigentlich schon ins Auto gemacht gehabt. Und dann ist auf einmal der Akku wieder angesprungen. Ja, nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Material hat mehr als gut mitgemacht. Und auch hier mein Schriftzug extra für den Rhein hat überhaupt keinerlei Probleme gehabt mit diesem Extrem. Ja, also das kann ich schon mal sagen. Material war wirklich wunderbar. So jetzt werde ich erstmal einpacken, schauen, dass meine so langsam kalt werdenden Füße was Warmes bekommen. Jetzt aber zum Fazit, bevor das Licht ganz weg ist. Also, ich habe euch ja gesagt, Start auf dem Goldkanal über den Rhein und zurück über den Rheinarm, über den Illinger See und wieder zurück auf den Goldkanal. Für mich war es wieder mal eine super schöne Tour. Besonders gut hat mir getan diese Stille, diese Ruhe, die Nebelschwaden, die vielen Tiere. Also ich kann die Tour empfehlen. Sie ist nicht allzu lang. Ich habe es ja vorhin schon unterwegs gesagt, aber es macht wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig viel Spaß. Vielleicht sage ich noch was zu meinen Trockenhosen. Die haben wirklich gut gehalten. Ich habe es jetzt auch ausprobieren können, obwohl ich einige Male warten musste. Alles top trocken. Da stelle ich vielleicht extra noch mal was vor, dass man sich das vorstellen kann, wie die aufgebaut sind und warum die vielleicht auch so gut funktionieren. Ja, was ich heute vielleicht ein bisschen schwierig fand, war einfach so dieses Durchschnängeln im Nebel auf dem Rhein, um an die Furt zu kommen, durch die ich dann auf den Altrheinarm kam. Man hat diese Steinbarrieren immer relativ spät gesehen. Ein, zwei Mal bin ich tatsächlich auf so einer leichten Kiesbank aufgesessen, weil es im Nebel kaum zu sehen war. Aber im Endeffekt habe ich den richtigen Weg gewählt. Also wenn das interessiert, die Tour ist auch auf Komoot, verlinke ich unten. Und es ist schon so ein bisschen eine Kurvenfahrerei. Also man kommt auf den Rhein, da sind die um einiges niedriger zu Beginn nach dem Goldkanal. Da muss man sich eigentlich nicht so weit Richtung Hauptstrom richten. Aber je weiter man Richtung Kilometer, ich glaube es war 248 oder so kam, desto mehr von diesen Steinwellen ragten auch aus dem Wasser raus. Man musste dann erst ziemlich weit links in der Hauptspur fahren und später konnte man dann durch diese einzelnen Wallungen sozusagen durchfahren. Da muss man einfach ein bisschen suchen. Im Nebel war es jetzt nicht ganz einfach, aber auch das ging heute. Und dann, wie gesagt, auf dem Altrheinarm, ja, Wahnsinn.
Und wie gesagt, der Punkt, wo ich fast gedacht habe, ich muss abbrechen, das waren wirklich so 150 Meter, wo das Eis tatsächlich bis an den Rand ging oder fast an den Rand ging. Und danach war es praktisch wieder komplett offen. Also das muss eine sehr niedrige Fläche sein, beziehungsweise dadurch, dass es so groß ist, glaube ich auch, dass der Wind eine Rolle mitspielt. Jedenfalls danach hatte ich gar kein Eisproblem mehr. Insgesamt zu meiner Kleidung, ich hatte unter meiner Trockenhose zwei dünne Skiunterhosen. Ich hatte an den Füßen nochmal Neoprensocken und auch warme Merino-Wollensocken. Und dann oben drüber die Schuhe, beziehungsweise später dann nochmal die Neoprenfüßlinge. Und oben hatte ich auch unten drunter im Prinzip drei Schichten, also so ein Unterziehhemd praktisch aus Mikrofaser, dann ein T-Shirt drüber, auch aus Mikrofaser, und oben drauf dann noch einmal ein bisschen ein dickerer Synthetikfaser-Pullover, der aber hier oben sehr, sehr niedrig abgeschlossen war, damit es nicht die Manschette stört. Damit habe ich eigentlich am Körper null Probleme gehabt. Die Regenjacke oben drüber hat vollkommen ausgereicht über dem Trockenoberteil. Also gefroren habe ich eigentlich erst, nachdem ich ausgestiegen war zur Pause, weil ich da dann direkt mit den Füßlingen auf den Boden gestanden bin und der war derart durchgefroren. Also ich habe jetzt vorhin noch mal geguckt. Wir hatten also den ganzen Tag am Rhein so um die -7 Grad, und ihr habt gesehen, die Sonne ist nicht rausgekommen. Das heißt, die Temperatur war relativ konstant den ganzen Tag. Das Eis auf dem Boot hat dementsprechend seine Aussagekraft. Da werde ich in jedem Fall nochmal nachrüsten müssen, damit ich was habe, was ich unter die Füßlinge machen kann, was ein bisschen einen Sohleneffekt hat. Der isoliert dann nochmal besser. Klar, Hände tun immer mal wieder ein bisschen frieren. Ich habe Neopren-Handschuhe, Dreier. Das heißt, die sind, also wenn ich die anhab, habe ich in 0, nix warme Hände. Klar, auch wenn die Handschuhe nass sind. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also für mich war es jetzt mal ein Test bei tatsächlich so tiefen Minustemperaturen. Hat funktioniert. Waren ein paar Sachen, die ich nicht eingeplant hatte. Gerade diese Eisfläche, das hat doch noch mal sehr, sehr viel Energie gekostet. Aber dafür war es ein Abenteuer. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Und ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao.